Es ist 8. September, ein Tag nach Neumond, Jungfrautag, aufsteigender Mond. Und hier ist euer bärtiger Gärtner. Was sind eure Lieblingsbäume? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ich habe eben jetzt umgetopft zweimal europäische Hanfbäume. Ich korrigiere, das sind dreimal hinten in den schwarzen Töpfen. Chinesische Hanfbäume, Trachycarpus fortuné, zur rechten die normale und links eine Subspezies Wagnerianus mit kleineren, kompakteren, winterhärteren Wedeln. Auf den palmförmigen Blättern. Und hier ist das europäische Pendant Camerops humilis, die europäische Hanfpalme. Aus Europa stammend habe ich von super kleinen Topf in einen großen eingesetzt und hier eine große in einen ebenso gleich großen, ein bisschen breiteren Topf hinein. Einmal heute optimale Bedingungen haben, was angeht. Jungfrautag zum Setzen der Pflanzen. Ja, wir haben das wieder reingesetzt. Wie immer in Spezialsubstrat. Von mir, das ist Perlit, DS-Perlit, dem Schüttungsperlit aus einem Baumarkt mit scharfen Kompost gemischt, 50-50 und Phosphor-Kalium plus zum Runtersäuern der Palmenboden, des Palmenbodens, nicht sauren, sondern alkalisch-basischen Rock, Urgesteinsmehl. Ja, und so haben wir das schön reingekommen und jetzt werden wir eventuell noch schauen, weil nur schwarzer Boden nicht optisch so schön ist, ob wir da vielleicht sogar noch aufmachen. Entweder mal schauen, dann Corinna Paul. Wir wählen Blähton für Grünflächen oder gar Lavagranulat. Das gefällt euch besser als Wärmedämmung. Ist beides schön. Hier haben wir Lavagranulat. Auch günstig zu erwerben. In verschiedenen Farben gibt es das in schwarze, braun und rot. Oder gemischt. Als Dämmschüttung. Aber ich glaube, das Lavagranulat macht sich sehr gut. Ja, was sagt ihr? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und bitte abonnieren, da freue ich mich sehr drüber. Euer bärtiger Gärtner.